Mädchens wieder. Hallo ihr Lieben, wir haben heute ein neues Video für euch und ich freue mich sehr, denn heute wird alles lila. Lila oder Flieder? Das ist eh das gleiche. Das ist die gleiche Farbfamilie, ist okay. Und dunkelviolett auch erlaubt? Auch erlaubt. Okay, da weiß ich schon mal Bescheid. Und deshalb habe ich mir diese Videoidee ausgedacht und wir machen heute den ganzen Tag lila, auch Vickys Haare. Ich habe euch ja schon öfter mal bei Instagram gefragt oder abstimmen lassen, ob ich es machen soll, ob ich meine Haare lila färben soll. Und es ist halt immer so 50-50. Die Hälfte sagt, nein, behalte unbedingt rosa Haare. Und die andere Hälfte sagt, ja, mach. Wenn ich schon so lange davon rede, muss ich es auch irgendwann machen. Damit ich am Ende so oder so dumm aussehe. Egal, ob die Haare gut aussehen oder nicht. Auch das ganze Essen muss lila sein, die ganze Kleidung muss lila sein und alles. Stopp! Wir müssen ja auch richtig anfangen. Ein lila Sofa. Und ich würde euch nur zu gerne sagen, dass es diese super coole Kuscheldecke in unserem Onlineshop gibt. Aber leider ist sie ausverkauft. Tut mir leid. Aber wir haben andere coole Sachen in unserem Onlineshop. Also schaut trotzdem vorbei. www.springenderpfütze.com. Ab einem Bestellwert von 50 Euro. Bekommt ihr einen Dino-Handyhalter gratis dazu geschenkt. Wir hoffen, ihr freut euch. So, so praktisch. Man kann das Handy damit auch auf den Tisch stellen. Und aber auch super praktisch halten für Selfies oder fürs Filmen. Solange der Vorrat reicht. Fangen wir an. Ach ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch meine Haare gefallen. Oder auch wenn sie euch nicht gefallen. Oder auch einfach so. Also ich habe schon mal eine Warnung für dich. Zieh keine Kleidung an, die du gerne magst. Du hast bestimmt später so ein paar Blondierungsflecken. Ich dachte, ich ziehe schon was Lilanes an. Ich habe diesen Pulli irgendwie schon lange in meinem Schrank noch nie angezogen. Deswegen dachte ich, ich ziehe ihn heute an. Mach so ein bisschen frisky. Da sogar gar nicht so schlimm sein, wenn da ein paar Flecken draufkommen. Das passt zum Look. Hey, du kannst ihn auf mich selber wischen. Das ist mein Job. Ich kämme schon mal meine Haare so lange. Wäre es auch immer so wehleidig, wenn jemand anders an die Haare kämmt? Wenn mein Pulli einen Fleck bekommt, weine ich. Ich habe dich vorgewarnt. Ich habe gesagt, du sollst das anziehen, was du nicht so gerne magst. Schau. Soll ich so viel abschneiden? Ein bisschen nervös. Weißt du, wie das geht? Ja, natürlich. Mittlerweile schon Profi. Ich bin mir nicht sicher. Gibt es eigentlich auch ein Unterhaltungsprogramm für mich? Na, du bist das Unterhaltungsprogramm. Bei mir ist doch langweilig. Ich habe nichts zu tun. Andere Leute arbeiten hier. Okay, ich singe. Nein! Oh nein, was für Frisuren mache ich denn da, wenn ich kurze Haare habe? Nichts passiert. Solange nicht auf mir landet. Schneide ich einfach gleich mehr ab, weil sie wachsen eh wieder. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, wie lang sind eure Haare? Schulter? Länger als Schulter? Taille? Po? Über Po. Angeber. Du zählst nicht, du darfst nicht mitspielen bei unserem Spiel. Hallo? Niemand hat so lange Haare wie du. Ihr kennt mich. Ich denke eigentlich die ganze Zeit an Essen. Und deswegen überlege ich jetzt mal, was man alles lilanes essen kann. Weil ich muss meinen Tag planen. Ich muss wissen, was ich zu essen bekomme. Pflaumen. Pflaumen? Marmelade. Ohne Brot. Das lila Brot? Gibt es lila Knäckebrot? Es gibt lila Chips. Ja! Oh, lecker. Und das lasse ich jetzt einwirken. Zwischen Steps sind einfach immer so ein bisschen ugly. Jetzt kommt mein Lieblingspart. Ihr wisst schon. Bürsten? Es ist aber auch sehr schmerzhaft, wenn jemand Fremdes einem die Haare bürstet. Weinst du schon? Das geht gerade noch. Das ist so ein bisschen wie Kopfmassage. Finde ich toll. Ja, okay, ich will das. Es soll die Schultern berühren. Die sind ja schon mega lang. Ich weiß nicht, ob ich gerade sitze. Der Sessel ist schief. Wo schneidest du denn? Willst du das nicht? Du hast gar keine Ankündigung gemacht. Aber willst du das so nicht? Ich weiß nicht, ob ich das will. Okay, aber nicht kürzer. Das macht Spaß. Ich kann mich nicht bewegen, sonst verschneidet sie sich. So gut wie fertig. An die Farbe. Frag mich nicht, warum lila. Ich weiß es selbst nicht. Das sieht so aus wie blau, ne? Das ist so dunkel, da kommt natürlich jetzt auch Conditioner dazu. Okay, das ist immer noch viel zu dunkel. Viel zu dunkel. Ich glaube, da muss die ganze Packung rein. Es soll pastellig werden. Ah, guckt euch das an. Eigentlich müsste ich mich ja nicht lila anziehen, denn es ist Vickys lila Tag. Ey, mit Gehangen. Hallo, ich habe so viel lila an, wie ich finden konnte.
Wer kann sich doch daran erinnern, als ich 24 Stunden nur schwarz zur Auswahl hatte? Bei lila habe ich deutlich mehr Auswahl. Tada! Ein Pulli und noch ein Pulli. Noch drei Pullis. Ja, meine Kleidung ist nach Farbe sortiert. Ich bin gerade eigentlich nur hier, um Vicky anzukündigen, falls ihr sie nicht wiedererkennen würdet. Jetzt kommt Vicky! Vicky, geht! Komm jetzt! Okay, wir müssen noch ein bisschen warten. Wenn es sich anhört, als würde die Treppe zusammenbrechen, dann kommt Vicky. Ich habe noch meine Haare stylen müssen. Ob es das retten konnte? Hi! Willst du diesen Hut heute den ganzen Tag tragen? Nein, aber ich muss euch noch was sagen. Irgendwas ist gewaltig schief gelaufen. Es ist nicht meine Schuld. Achtung, Leute. Ich zeig's euch jetzt, okay? Seid ihr bereit? Bereit. Eins, zwei, drei. Ja, ihr seht richtig, das da oben ist blau und keiner weiß wieso. Tada! Das sind meine neuen Haare. Es war für uns alle sehr überraschend, weil wir haben halt einfach eine Farbe überall drauf geklatscht und ich habe jetzt ungefähr 5 verschiedene Farben da drin. Ich habe Unicorn-Hair und wir haben einfach gar nichts dafür gemacht. Ich beschwere mich nicht. Hier steht Violett. Violett, eindeutig. Sieht das hier oben aus wie Violett? Also für mich ist es blau. Bin ich farbenblind? Schreibt es aber gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ja, was ihr zu diesem wunderschönen Farbmysterium sagt. Und können wir jetzt endlich mit diesem Tag mal so richtig starten? Du willst einfach was essen, oder? Ja. Na dann los, lass uns einkaufen gehen. Ich nehme die Decke mit, okay? Eine wunderschöne lila Frühstücksbowl. Getoppt mit lila Blaubeeren. Mahlzeit! Natürlich müssen auch lila Schuhe her. Ganz dezent, diese Dinger sind ganz dezent. Hä, die müssen sein. Vicky Blümchen. Also ich hätte hier lila Katzenfutter. Ich hoffe, wir finden noch was anderes. Super Sock. Das ist lila. Das ist auch lila. Und das ist auch lila. Ich nehme alle. Geht immer. Oh oh, hier gibt es keine lila Chips. Das ist auf jeden Fall alles lila. Hey, das zählt überhaupt nicht. Innen ist es nicht lila. Wirklich? Aber das ist innen lila, da sind Rosinen drin. Das zählt ja mal sowas von als lila. Da oben stehen Ketchup und Senf unter dem Sonnenschirm. Möchtest du der Welt noch was mitteilen? Habt ihr schon mal ein lila Accessoire ausgesehen? Ich habe einen lila Ring und natürlich eine lila Kette. Lass uns fahren. Wir haben dein Outfit ja noch gar nicht in voller Pracht bewundern können. Deswegen ein kleines Outfit of the Day. Alles in lila. Welch eine Überraschung. Ich habe eine schwarze Strumpfhose an. Okay, das darf man. Das ist erlaubt. Haare, die zu 50% lila sind. Der Rest ist blau oder rosa, aber zwischendrin ist auch was lila geworden. Lila Schuhe. Wie ihr seht, ich bin gerade am Rosenhof und wie immer wird man hier zur Arbeit eingeteilt. Ich gehe wieder rein, ja? Hallo, du musst auch was machen. Ich muss Rasen mähen. Also Traktor fahren, gibt noch eine Stelle, die ich mähen muss. Und ich muss den Traktor noch umhängen und ich muss da noch so ein Teil einbauen. Also ich habe viel zu tun. Und das in meinem wunderbaren lila Outfit. Warum um alles in der Welt schlägst du auf Tommy ein? Er hat es nicht anders verdient. Wir haben ein Problem. Wir brauchen eine Notlösung. Es funktioniert so nicht. Der Plan ist, dass das Ding darunter soll. Vielleicht habe ich eine Kurbel in die falsche Richtung gedreht und ich habe Tommy ungerechtfertigt mit dem Hammer geschlagen. Es tut mir leid, Tommy, leid. Alles ist geregelt. Ich kann weiterfahren. Kein Problem. Ich habe einen Haul für euch. Alles in lila. Pflaumen. Falls ich sonst gar nichts zu essen finde, kann ich den ganzen Tag Pflaumen essen. Nicht die beste Idee, aber hoffentlich werde ich wenigstens satt davon. Blaubeerjoghurt. Wieso fühlt es sich gefährlich an, wenn da ein Joghurt auf dem Sofa steht? Noch dazu ein lilanes. 3 verschiedene Getränke, weil ich alles mitgenommen habe, was lila war. Waldbeereneistee. Nochmal ein Himbeerheidelbeere. Soda Johannisbeere. Das probiere ich gleich. Schmeckt eigentlich gar nicht süß. Bitte! Mehr! Kannst du die mal essen, die du bekommst? Die sind ja gar nicht knusprig. Ja, komm. Und ich habe jetzt auch schon einen Plan, was es heute zum Mittag gibt. Kartoffelpüree, Lebensmittelfarbe und Rotkraut, Lilakraut. Das ist ja noch.
So, das war jetzt weniger erfolgreich. Ich konnte nichts mit dem Traktor machen. Fehlt irgendein Teil. Und deswegen fahre ich wieder nach Hause. Und ich glaube, es ist Zeit für Mittagessen. Ich will irgendwas Positives an diesem Tag noch finden. Das ist genau dein Haaransatz. Nicht ganz. Dieser leider nicht. Ich habe keinen lila Topf, ganz ehrlich. Ich habe lila Besteck. Zumindest zum Großteil lila. Richtig schön lila. Ich habe jetzt noch ein bisschen Rotkrautsaft und ich denke, das könnte das jetzt schon lila einfärben. Mal gucken, ob das funktioniert. Es ist auf jeden Fall ein bisschen lila. Oh, oh, wir haben ein Problem. Also ein ziemlich großes Problem. Das Kartoffelpüree ist irgendwie nicht so schön geworden. Es ist auch nicht lila. Es sieht ein bisschen aus wie, ich weiß es nicht, wie... Das sieht aus wie Pappmaché. Aber hey, es schmeckt trotzdem, man kann es essen. Und das Rotkraut ist dafür umso wunderschöner lila. Und außerdem, ich bin hungrig, ich esse jetzt alles. Ich habe ganz vergessen, ich habe auch lila Blumen gekauft. Zumindest zum Großteil lila. Sie haben es überlebt, zum Glück. Da hinten ist ja noch Halloween. Ja, der bleibt hier das ganze Jahr über. Und jetzt ist aber noch der perfekte Zeitpunkt für ein lila Bad nach einem lila Tag. Und was passt besser als ein neues Badeset? Leute, kennt ihr schon? Wir haben ein Badeset. Einfach die coolsten Badebomben und sogar Crackling, Badesalz und Badestaub und alles drin ist. Und natürlich nehmen wir die lila Version. Ich habe so krass das Wasser ein, aber die Badewanne bleibt sauber. Keine Angst. Das sieht so cool aus. Ich meine, es ist ein bisschen pink, aber die Wasseroberfläche wird lila. Falls ihr das Set auch haben wollt, verlinken wir es euch in der Infobox. Und es duftet, wenn ihr das riechen könntet. Oder sucht auf Amazon einfach nach Victoria Sarina Badeset.